So, wir machen hier nochmal eine Aufnahme mit dem LSP4. Ich werde mir gleich nochmal einen Kaffee machen. Jetzt machen wir mal Automatik. Also es gibt ja hoch, mittel, niedrig, manuell. Das haben wir ja durch. Und jetzt haben wir automatisch eingeschaltet. Das bedeutet also, der Aufnahmepegel wird immer angepasst. Also das heißt, wenn jetzt irgendwas zu laut ist, pegelt er halt zurück, bis er ganz unempfindlich ist. Und ja, also das ganze Spektrum wird hier sozusagen verwendet. Das ist halt automatisch. Und finde ich auch eine sehr gute Funktion. Wie wurde gesagt, gerade bei Besprechungen soll das ja ganz gut sein. Ja, also wenn man die Funktion hat, gut, gibt es zwar immer so ein Zurückpumpen dann, also gerade wenn, aber auf der anderen Seite kann man natürlich hier nichts, überhaupt nichts übersteuern. Ne? Also das ist jetzt wie gesagt automatisch. Und ja, das probieren wir jetzt einfach ein bisschen aus. Ich mache mir wieder einen Kaffee. Und ja. So dass wir halt auch noch mal ein neues Video vom LSP4 haben. Dann haben wir heute zwei noch gemacht. Das ist gut, dann wird nämlich die Playlist auch ein bisschen voller, weil das ist ja nun mal der aktuellste Rekorder momentan. Und von daher sollte da ruhig auch noch ein bisschen mehr drin sein. Ne? Und ja. Deswegen machen wir das einfach. Fenster sind jetzt zu, also jetzt haben wir wieder die gewohnte Atmosphäre und benutzen automatisch. Ja, können wir gleich auch mal testen. Ich denke mal, ja, beim Manuell habe ich übrigens auch den Limiter drin gehabt. Ja, also das ist, finde ich, einfach sehr gut bei dem LSP4 und LSP2, dass man da auch beim Manuell diesen Limiter hat. Beim LS100 und LS14 gab es das ja auch schon. Das finde ich ganz gut, weil dann kann man halt doch noch, hat es doch noch so einen Übersteuerungsschutz und ja. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Also ich finde einfach gerade bei den Geräten, dass man auch wirklich in so hoher Empfindlichkeit aufnehmen kann. Ja. Das finde ich schon bewundernswert. So, wir haben die Maschine wieder angemacht, wie wir es halt kennen und lieben. Eine schöne Senseo. So. Senseo. Ja. So. So, Tasse steht. Jetzt brauchen wir nur noch Schießstoff. Eins, zwei, drei Stück. Genau. Ja, Zoom-Einstellung habe ich mit Absicht weggelassen, weil das würde jetzt wieder, dann würde er wieder ein bisschen schneller pumpen, wenn man weit anschaltet, gerade bei, wenn die Empfindlichkeit auch sehr hoch ist, und gerade bei automatisch ist es ja auch so, dass er sehr, wenn es halt leiser wird, auch sehr hoch geht. Und wenn man dann wieder die Zoom-Einstellungen drin hätte. Außerdem die Weiteinstellungen und so ist ja auch meistens mehr mit ein bisschen mehr Grundrauschen und ja, lasse ich es halt erstmal weg. Bei Mittel kann man weit 1 gut nehmen, aber bei Hoch finde ich,
Ja, kann man ruhig auch mal die normale einschalten. Und auch bei automatisch und bei manuell, wenn man ganz hoch aussteuert, ist auch besser, finde ich. Ja, aber wie gesagt, es sind ja so viele Einstellungen, die man benutzen kann. Ne? Also es ist schon schön, dass die Geräte das alles so können. Ja. Ja, so ist das, Leute. Ne? Dann wollen wir mal den Kaffee ansetzen. Ich meine, den Kaffee, Wassermarsch, sag ich. So. Da läuft's. Mau, ja, Mia, ich weiß. Ja, wenn du immer maulst, wenn ich in der Küche bin, denken die Leute daher, du kriegst nichts zu fressen. Das kannst du dir auch nicht antun. Meine, woher sollen die Leute wissen, dass du einfach nur gestreichelt werden willst? Ne? Aber nein, sie kriegen auf jeden Fall genug zu fressen. Das ist halt so ein Ding zwischen Mia und mir, glaube ich. Also ich glaube, Mia hat sich einfach wirklich angewöhnt, dadurch, dass ich nicht sehen kann. Dass sie halt wirklich sich meldet und wenn sie gestreichelt werden will. Und ich finde das wirklich faszinierend. Also die anderen Katzen haben es nicht gemacht. Blackie hatte mich damals immer nur so angestupst, aber Mieze, die fängt jetzt auch langsam an, so leise zu gurren, wenn sie gestreichelt werden will. Aber sie mauzt halt auch nicht wirklich. Und Mia ist so richtig, ne? Zeigt schon, was sie will und was sie nicht will. Aber gut, jetzt haben wir ja so und schon ist der Kaffee fertig. Geht alles blitzschnell heute. So, dann laufen wir mal zum Wohnzimmer zurück. Ja, ich werde auch gleich den Rechner wieder anmachen. Nicht, dass ich das wieder nachher machen muss, wenn das Ding aus ist. Weil ich habe gerne so einen fließenden Übergang. Ne? Also ich mag das einfach, wenn ich die Aufnahme beende, dass ich dann schon am Rechner kann und rüberziehen. Und ja, irgendwie ist das auch zu einer Art Routine geworden bei mir. Also, dass ich einfach, ich denke, ich mache diese Aufnahmen ja auch, also einmal, um was mitzuteilen, das hatte ich auch in dem Danke-Video schon mal gesagt, aber auf der anderen Seite auch, ist es für mich ja auch eine Aufgabe. Ne? Ihr müsst ja auch mal sehen. Ich meine, ich bin hier zu Hause, ich habe hier hobbymäßig kann ich ja nicht so viel machen. Gut, Musik machen ist ja auch nicht so drin, wie ich es gerne machen wollen würde. Ich kann halt nicht so laut Musik machen hier. So, und was bleibt jetzt noch als Hobby? Und klar, ich könnte diese Aufnahmen natürlich, die könnte ich natürlich für mich machen und irgendwo archivieren und aber auf der anderen Seite will man das ja auch irgendwie teilen. Also ich will ja auch irgendwie, also erstmal geht es mir darum, die Aufnahmen mit euch zu teilen. Zum anderen geht es mir darum, Sachen auch von der Seele zu reden, die man vielleicht nicht so schreiben kann, die man ja, und es ist einfach das bin einfach ich, also aufladen. Rechner kann er sich erstmal einfuchsen und aufladen. Und weil der hat nicht mehr so viel Prozent. Dann kann er jetzt erstmal wieder
Ja, denn dann ist gut. Das ist, so lange war das Netzteil auch. Ja, und deshalb mache ich es einfach. Ja. Weil es für mich auch eine Möglichkeit ist, ja, auch loszulassen. Ne? Also wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ein Problem habe oder oder eine Sichtweise, dann kann ich die ja mitteilen und das finde ich halt einfach eine gute Sache und ich finde, für zu Hause produzieren ist eine nette Sache, kann man auch machen, aber ja, das ist ja auch eine Sache, wenn man das jetzt immer mal, ich würde das ja wirklich nur für zu Hause machen, für mich, ja, aufnehmen und speichern, aufnehmen. Aber wo soll man das speichern? Irgendwelchen Festplatten? So, mal gucken, ob er geladen hat. Ja, 23%, also. Gut. Ja, und so kann ich mich halt mitteilen, kann halt auch und vor allen Dingen das Gute ist halt, dass die Aufnahmen für mich einfach verfügbar sind. Na, wenn ich jetzt das irgendwo abspeichere, sagen wir mal auf eine Speicherkarte oder auf Festplatten, so, das kann ich ja auch noch zusätzlich machen. Rein theoretisch. Ne? Also manchmal mache ich es auch, manche Aufnahmen. Ich habe ich ja dann auch auf dem Handy drauf oder so. Ne? Und aber so habe ich immer noch auch YouTube, wo ich drauf zugreifen kann. Und vor allen Dingen von irgendwo anders auch. Ne? Also das ist halt einfach schön. Einfach so eine Sache irgendwo abzuschicken und die dann einfach überall verfügbar zu haben. Das ist es einfach, was mich daran so reizt. Ja, also dass man nicht wie früher, wo man so eine Kassetten aufgenommen hat und dann hat man die in eine Schublade gehabt, so, das war's denn. Und ich finde einfach, das ist ja heute das Schöne daran, dass man das irgendwie erstens mitteilen kann, zweitens, dass man einfach es nicht nur für die Schublade macht, sondern wirklich, ja, es gibt der Sache einfach einen größeren Sinn, genauso wie mit den Liedern. Ich meine, was hilft mir das, wenn ich Lieder aufnehme, die irgendwo speichere, auf Kassetten oder auf weiß ich was, das dann irgendwo zu liegen habe und eigentlich nur ich davon weiß und sage ich jetzt mal. Und so kann ich immer noch sagen, was, du willst Musik von mir? Oder du willst eine Aufnahme von mir oder du willst das von mir, geh auf YouTube, zack, so. Und schon ist das verfügbar. Und ja, und vor allen Dingen die Leute haben die Freiheit, sich das anzuhören. Ne? Das ist nicht dieses, hier hast du mal eine Kassette, hör mal rein, bitte, bitte. Ne? Sondern jeder hat einfach die Wahl, ja. Und das finde ich halt so cool daran. Ne? Und das war ja, ich meine, man muss ja überlegen, das war in den 90ern auch noch oder in den 80ern, das war doch, ich meine, wenn du gehört werden wolltest, musstest du Demos abschicken, ja, oder du musstest jemandem eine Kassette geben, dann wusstest du nicht, kriegst du die Kassette wieder oder kommt die zurück oder das sind alles so Sachen, ja, wo ich denke, boah, Gott sei Dank brauchen wir das nicht mehr, ja. Ich weiß noch, ich habe mal einen Auftritt gehabt. Da war so ein Typ, der wollte unbedingt ein Demo von mir haben und ich hatte irgendwie nur so irgendwie Kassetten mit schlechter Qualität und da war ja auch meine CD noch nicht und dann habe ich den mehrmals irgendwie getroffen und dann immer wieder, ja, Demo und ich habe dann so gedacht, ja, das kann ich denen noch nicht abliefern, ne? Und heute würde ich sagen, hier, geh mal auf YouTube, da findest du meine ganzen Sachen und dann hör dir das an und dann ist gut, ne? Also das sind einfach so Sachen, ja, das sind die Vorteile der neuen Technik einfach. Ne? Und vor allen Dingen, man produziert nicht wirklich nur für seine Schublade. Das ist halt das Schöne. Und das ist einfach auch schön, gerade wenn man wirklich ein bisschen Arbeit drin hat und
Ich finde es halt schade, wenn Leute, weiß ich nicht, programmieren und machen und tun und im Endeffekt es nur auf irgendeine Kassette aufnehmen oder auf einer und das dann irgendwo in die Schublade tun. Also das ist einfach schade drum, ne? Und ich meine, muss ja auch bedenken, dass es ja auch nur ein bisschen für die Nachwelt ist. Ne? Ich meine, wenn ich mal nicht mehr bin, dann kann wenigstens irgendwer, der sich dafür interessiert, mal sagen, oh, guck mal, das war's, wenn. Ne? Und also ich sage das deswegen, weil mir geht es ja ähnlich, wenn ich so überlege, was gibt es von meinem Vater, sage ich jetzt mal. Ja? Es gibt halt diese vier Lieder, die er gemacht hat. Ein Teenager weint doch nicht, Go, Go, Caroline. Gestern sah ich, wie ein Stern vom Himmel fiel und ich werde kämpfen lernen wie ein Löwe. So. Und ich finde es total geil, dass diese beiden Lieder auf YouTube sind. Ja, ich meine, schön wären auch die anderen beiden, aber da ist es, weiß ich halt nicht, wie es ist, ob die schon mal remastert wurden. Also ich werde kämpfen wie ein Löwen und gestern sah ich, wie ein Stern vom Himmel fiel. Aber das sind halt so Sachen. Dann, ja, gäbe es damals schon sowas, hätte man heute wirklich ein Archiv wahrscheinlich von seinen Sachen und könnte man aber so, ne? Und das finde ich einfach geil. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, jemand fragt jetzt, hast du Geschwister? Dann kann ich sagen, ja, ich habe Brüder und so. Und kann auf YouTube gehen und kann denen sozusagen, kann denen sagen, hier, guck mal, das sind die Mittelalterkonten, da hört man meine Brüder oder sieht man sie auch. Und das finde ich zum Beispiel auch total geil, ja. Dass man das dann gleich auch irgendwie zeigen kann, ne, und sagen kann, ja, guck mal, hier sind sie und das finde ich einfach cool. Das, ja. Ja, und es ist für die Leute natürlich auch nachvollziehbar, was man macht. Ne? Wenn man natürlich nur zu Hause aufnimmt und allen Leuten dann sagt, ja, guck mal, naja, ich will ja das machen und dies machen und so. So, und dann sagen natürlich die Leute, ja, was machst du denn da eigentlich für Musik? Oder wie machst du das? Naja, wenn das natürlich nirgendwo abrufbar ist, dann, ja, dann ist es halt auch schade drum, ne? Dann kann man ja viel erzählen. Also dann kann man ja so sagen, man macht dies und man das, man hat wieder einen neuen Hit geschrieben, ein neues Lied geschrieben und dies geschrieben und das geschrieben. Und aber klar, wenn man das natürlich nur irgendwo zu Hause hat, dann kann man natürlich auch nicht viel den Leuten irgendwie zeigen und ist dann einfach nur über Mundpropaganda und redet davon im Endeffekt. Und in der heutigen Zeit ist es ja auch gar nicht mehr gang und gäbe. Also ich finde es einfach geil, wenn man sein Zeug oder wenn man irgendein Blödsinn macht, also selbst wenn es nur Blödsinn ist, aber wenn man wirklich einfach irgendwas macht und es dann einfach raushaut, ne? So von wegen, ja, guck mal, ja, sowas kann ich halt auch. Und das finde ich einfach in der heutigen Zeit sehr wichtig. Und ja. Ich weiß noch, was habe ich früher aufgenommen und hier mit Mehrspur und was ich was alles und habe das alles. Es gibt so viele Aufnahmen, die ich dann irgendwann auch wieder gelöscht habe, die ich heute gar nicht mehr habe oder die ich dann nur auf Kassette hatte und die Qualität einfach so daneben war. Ja, gut, das hätte man auch niemandem groß anbieten können. Davon abgesehen, aber wo ich heute sage, naja gut, aber hätte ich jetzt heute sowas, hätte ich damals schon sowas gehabt wie YouTube und man könnte jetzt darauf zurückgreifen und könnte jetzt sagen, ach guck mal, Playlist 90er Jahre und was hat man da so aufgenommen und wie ist keine Gewalt entstanden mit meinem Halbbruder und die ersten Versuche und so, ne, wenn man sowas natürlich jetzt, wenn das natürlich irgendwie wenn man das natürlich jetzt wieder hören könnte und anderen vorspielen könnte, guck mal, so war das damals 93. Ja, also das ist schon eine schöne Sache und deshalb finde ich, bin ich echt froh, dass es heute geht.
Oder gerade auch jetzt wegen Entfernung, ne? Wenn ich jetzt, ich wohne jetzt natürlich in Manschnow, das ist halt wirklich nicht, das ist halt wirklich weit weg und da hat man ja auch nicht so die einfach die Möglichkeit, jetzt zu jemandem so sowas zukommen zu lassen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, und so ist es halt gut, man kann über Dropbox, man kann über YouTube, man kann überall die Sachen austauschen und sagen, hier, willst du mal hören, habe ich gerade gemacht. Ja, und das finde ich einfach cool. Also das ist einfach, ja, das ist einfach modern heute und ja, insofern finde ich es gut, dass es die neuen Medien gibt. Und sie haben natürlich auch eine Menge Nachteile, klar. Also einmal dieses ganze Vernetzen und dass man halt wirklich, wie sagt man so schön, vernetzt und trotzdem einsam. Da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Ne, also, aber man muss es halt aktiv nutzen. Und ich versuche es halt so zu nutzen, wie es halt geht. Natürlich. Gibt es auch Momente, wo ich denke, jetzt bist du ein bisschen viel im Internet oder so und oder bist du ein bisschen viel auf Facebook oder jetzt bist du ein bisschen viel live. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch immer bedenken, wie macht man es selber wirklich und wie machen es andere? Ich meine, es gibt ja Leute, die wirklich ihr ganzes Leben da verbringen. Und das ist ja bei mir nicht so. Also ich könnte auch mit weniger Internet. Ich brauche bloß die richtige Beschäftigung dann. Ne? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit Leuten zusammen bin und Spaß habe und wir zusammensitzen und feiern, dann gehe ich natürlich nicht live. Also es sei denn, es ist so cool, dass ich es den Leuten mitteilen will. Aber das ist ja alles nur, wenn man jetzt, wenn ich jetzt hier alleine bin, was soll ich sonst machen? Ne? Also ob ich nun jetzt irgendeinen Quatsch aufnehme und den wieder danach lösche oder ob ich den jetzt wirklich sage, okay, ich nehme jetzt was auf, teile euch was mit und stelle es rein und ein anderer kann es hören. Ne? Also, und insofern hat das ja alles auch seinen Sinn. Und jo, es macht Spaß. Ja. Man hat ein schönes Archiv. Und man geht ein bisschen mit der Zeit mit. Das ist halt so. Und ich möchte schon ein bisschen mit der Zeit mitgehen. Also das ist einfach, das ist einfach mein Anliegen und ich möchte nicht so ein Typ sein, der immer hinterm Mond ist und dann immer von allem nicht so, was ist jetzt in und was soll es jetzt? Ich meine, klar kann man nicht überall mitgehen. Es gibt ja auch Grenzen. Ja. Aber so ein bisschen möchte ich schon zeitgemäß arbeiten. Ja, also ich könnte mir heute nicht mehr vorstellen mit Kassetten und. Also klar, als Hobby ja, aber jetzt, dass ich das so lebe oder so, ich sag mal, die Zeiten sind einfach vorbei. Und vor allen Dingen den Platz hätte ich. Wo soll das Zeug hin? Ne? Also, meine, so eine Datei, die ist halt da und die kann ich wieder löschen, wenn ich sie nicht brauche. Aber so eine Kassette, die liegt halt rum und dann steht sie da irgendwo rum und in 30 Jahren steht sie auch rum und dann. Also. Ja, aber so hat jeder seins. Wer sammeln will, kann ja sammeln. Ich tue es nicht. Zumindest nicht sowas.
obwohl ich oft die 90er natürlich schon vermisse vom menschlichen her. Ne? Also da war alles noch ein bisschen mit den Kontakten knüpfen einfacher, obwohl wir keine Netzwerke hatten groß, aber das war halt irgendwie noch irgendwie, die Menschen sind anders aufeinander zugegangen. Ne? Das ist schon wahr und das war ja auch, aber trotzdem würde ich jetzt nicht die Zeit zurück wollen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich will jetzt zurück in die 90er. Ich will halt einige Eigenschaften der 90er, hätte ich gerne wieder. Aber wieder auf Kassette aufnehmen und dann. Nee. Ja, zum Spaß mal. Aber nicht, dass es jetzt wieder Regel wird und also die neuen Medien sind schon. Also diese digitalen Aufnahmen finde ich schon geil, also was die Rekorder heute können. Also auch, dass man das Ding überall mitnehmen kann, das finde ich schon geil. Also wenn ich mir vorstelle, jetzt, ich müsste jetzt wieder mit so einem Kassettenrekorder rumlaufen oder sowas. Nee, danke. Dann sind deine Kassetten irgendwann voll, der musste wieder neue kaufen und oh nee. Hey, also bin ich durch mit. Was hat man an Leerkassetten für Geld ausgegeben? Ich meine, wenn ich mir das mal überlege, und ich hatte ja schon die günstigsten immer. Ich hatte ja nie so wie so groß teure mir geholt oder so. Erst später wurde das mit dem Mehrspurgerät so, also in den 2000ern dann, wo ich mit Bernd aufgenommen habe, da habe ich ja dann diese Rekordtyp 2 oder so geholt und so eine Sachen. Aber in meiner Kindheit hatte ich halt wirklich die billigsten von, ja, eine Mark, diese eine Mark Leerkassetten und so. Aber trotzdem, was man sich da geholt hat und also das will man doch nicht, also ich möchte das nicht wieder haben. Nee. Es war eine schöne Zeit und vieles war natürlich auch anders und klar, und natürlich würde ich auch heute mal wieder mit einer Kassette rumexperimentieren und würde auch mal wieder was aufnehmen, so aus Spaß und so aus Nostalgie. Aber ich würde es halt nicht als Gewohnheit sehen. Also ich finde, die neuen Medien sind da schon. Also wie jetzt, ich nehme was auf, stelle es gleich rein bei YouTube oder ich kann es mir gleich auf den Rechner ziehen, zack, und habe die Datei auf meinem Gerät, habe die Datei auf meinem Rechner, habe die Datei auf meiner Festplatte, zack. Also das ist schon geil, ne? Weil wie war es bei Kassette? Um drei Versionen zu haben, musste ich die erstmal überspielen, ne? Also. Und das in Echtzeit, wenn ich nicht gerade Schnellkopierer hatte oder sowas, wenn ich jetzt nicht gerade so ein Doppeltape hatte mit Schnellkopieren. Aber meistens waren ja die Schnellkopien dann wieder ein bisschen schlechter. Und ja, also, nee, also diesen Aufwand möchte ich nicht mehr zurück. Also auch wenn ich noch dran denke, die Qualität auch mit, wenn wir in der Schule so Bänder gekriegt haben, von denen wir abgeschrieben haben, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, heute nimmst du ein Diktiergerät, liest den Text drauf und es klingt einfach gut. Selbst wenn du ein etwas schlechteres Diktiergerät nehmen würdest, kannst du trotzdem einigermaßen reinsprechen und es geht. Ja, und damals, oh Gott. Also das war wirklich. Also ein Hoch auf die Zeit heute. Nur halt, klar, übertreiben darf man mit dem Internet natürlich nicht. Also das ganze Leben sollte da nicht stattfinden. Und ich sag mal, wenn ich wieder ein bisschen mehr Umfeld habe oder vielleicht wirklich eine Freundin habe, dann wird das natürlich auch weniger. Aber naja, so, jetzt habe ich gut viel über die alte Zeit was gesagt und ja, in dem Sinne wisst ihr jetzt, dass ich schon versuchen möchte, modern zu bleiben und alte Sachen natürlich auch zu schätzen. Das ist klar, also ich schätze den Wert, aber ich möchte doch recht modern bleiben und arbeiten.
Ja, oder zumindest es versuchen. Es gelingt ja nicht immer, ne? Also es gibt ja auch Sachen, wo man modern sein möchte und ist das doch irgendwie ein bisschen retro, ne? Also das ist ja auch, ich meine, klar. Man ist ja nicht immer anpassungsfähig, ne? Also das ist klar, das ist. Jo, das war's mal wieder. Dieses werde ich jetzt reinstellen und das war die Einstellung automatisch.